Ja, damit kommen wir zu unserem letzten Beitrag. Riad, den wir vorhin schon gehört haben, wird uns ein Gedicht vorlesen und ich glaube, er stellt es am besten auch selbst vor. Ja, das werde ich machen. Vielen Dank, Felix. Aber ich wollte tatsächlich die Gelegenheit vielleicht auch noch nutzen, weil ihr beiden in der Abmoderation euch ja nicht selbst danken werdet, euch für die Moderation zu danken und auch den Menschen, also nochmal Felix Pahl, aber auch Laura Beckmann zu danken dafür, dass sie sich so unermüdlich dafür eingesetzt haben, dass diese Koalition von Organisationen zustande kam, dass der Protest heute stattfindet. Auch Judith Jinhar nicht zu vergessen, die mit bei der Programmgestaltung gewirkt hat. Also vielen Dank dafür. Ich wollte zum Abschluss ein Gedicht vortragen von Rifat al-Arir, palästinensischer Aktivist, Poet, Literaturprofessor in Gaza, der am 6. Dezember 2023 durch einen israelischen Luftangriff in Shujaiya getötet wurde. If I must die. If I must die, you must live. To tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings. Make it white with a long tail, so that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad, who left in a blaze, and bid no one farewell, not even to his flesh, not even to himself, sees the kite, my kite you made, flying up above, and thinks for a moment an angel is there, bringing back love. If I must die, let it bring hope, let it be a tale.